Vergesst irgendwelche mobilen Grills oder Campingkocher. Hier kommt der Mini Rocket Stove. Den Mini Rocket Stove könnt ihr überall mit hinnehmen. Ihr könnt damit überall grillen, braten, kochen und das Ganze ohne Kohle, ohne Gas. Ihr braucht nur einfach ein paar Äste, die ihr euch irgendwo in der Natur zusammensuchen könnt, ein bisschen Holz und das Ganze kann losgehen. Mini Rocket Stove ist ein Wunderwerk an Effektivität. Den Mini Rocket Stove werden wir hier in diesem Video zusammenbauen mit ganz einfachen Materialien. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Winkelschleifer und ein Schweißgerät und es kann losgehen. Alles, was wir dafür brauchen, ist jetzt ein 60x60x2mm Vierkantrohr. Dadurch ist das Ganze leicht mobil, handlich, wiegt gerade mal 2 Kilo. Der erste Part ist jetzt der Zuschnitt und danach müssen wir uns die Ausschnitte an unserem Vierkantrohr anzeichnen. Es wird zu diesem Mini Rocket Stove eine kleine Skizze geben, die werde ich, wenn ich sie fertig habe, unter diesem Video verlinken. Da hat man den Zuschnitt und hat die grundlegenden Maße. Das heißt, alles, was wir hier machen, können wir einfach mit einem Winkelschleifer ausführen und einem einfachen Schweißgerät. Das kann ein Max-Schweißgerät sein, ein WIG-Schweißgerät oder auch ein einfaches Fülldraht-Schweißgerät. Die beiden Ausschnitte sind jetzt der erste Arbeitsgang nach dem Zuschnitt. Wichtig dabei, wir schmeißen hier nichts weg. Wir haben zum Beispiel unseren Rest unten als Ausschnitt und den nehmen wir für einen Aschekasten. Ich habe mir dazu noch ein 20 mm hohes Vierkantrohr zugeschnitten und daraus fummel ich mir so einen kleinen Aschekasten. Der Aschekasten ist so ein absoluter Clou an diesem Rocket Stove, das habe ich in der Form noch nicht gesehen. Das heißt, wir haben hinten die Belüftung und haben gleichzeitig diese Belüftung, dass wir die rausnehmen können als Aschekasten. Damit können wir im Notfall auch mal zusätzlich noch mehr Luft dem Rocket Stove zur Verfügung stellen, haben auf der anderen Seite aber auch immer die Möglichkeit, die Asche vernünftig rauszugeben. Viele Rocket Stoves haben es, dass das unten immer so ein bisschen verstopft. So ein Aschekasten ist natürlich ein bisschen Fummelei, muss man auch wirklich immer wieder einpassen. Aber es ist auch wirklich kein Hexenwerk, das kriegt jeder hin. So sollte das Ganze dann aussehen und es sollte perfekt in unseren Rocket Stove einpassen. Wenn das nicht passt, dann kann man da immer noch mal ein bisschen nachschleifen, das Ganze immer noch mal ein bisschen nachfummeln. Nächste Part ist, dass wir unten einen Rost brauchen, beziehungsweise ich nehme hier ein Lochblech. Das ist ein Edelstahl-Lochblech, das kriegt man im Prinzip in jedem Baumarkt oder halt auch bei eBay oder Amazon kann man sowas problemlos bestellen. Edelstahl halt einfach wegen der Langlebigkeit. Dieses Lochblech hat jetzt folgende Funktion. Ich möchte nicht, dass das Brenngut runterfällt. So ein Rocket Stove lebt immer von der Zirkulation. Und wenn ich so ein Lochblech habe, dann liegt das ganze Brenngut da drauf und die Luft kann natürlich perfekt von unten zirkulieren. Und das ist ein ganz wichtiger Part. Ich passe mir das an, darum habe ich auch diesen Aschekasten zuerst gefertigt, dass ich jetzt daraufhin alles aufbauen kann. Das heißt, ich passe mir hier die Höhe an, kann das Ganze dann abkanten. Ich habe dazu hier eine kleine Schwenkbiegemaschine. Ihr könnt das aber auch problemlos mit dem Hammer im Schraubstock machen. Wird halt nicht ganz so schön. Hier wird es natürlich perfekt, aber es ist auch im Prinzip wirklich in einem ganz einfachen Schraubstock möglich. Das Lochblech wird jetzt in den Körper eingesetzt. Dabei ist es wichtig, dass wir wieder den Aschekasten, darum haben wir den auch wirklich vorher gefertigt, dass wir den Aschekasten wieder als Höhenmaß nehmen. Wir können dieses Lochblech jetzt an den berührenden Stellen einpunkten. Ich mache das Ganze mit WIG, mit einem Edelstahlzusatz. Wenn man jetzt nur Fülldraht hat, wenn man nur MAC hat und keinen Edelstahlzusatz hat, dann sollte man einfach den Zusatz nehmen und das wird auch über Jahre halten. Genauso so ein 2 mm Vierkantrohr für einen Rocket Stove wird auch immer diskutiert. Das hält auch über Jahre. Der nächste Arbeitsschritt ist, dass wir jetzt den Hauptstutzen ansetzen. Der ist zweimal auf 45 Grad gesägt. So haben wir von oben wirklich so einen richtig schönen, großen, breiten Einführstutzen. Den verschweißen wir komplett und dann haben wir im Prinzip unser Grundkonzept für diesen Rocket Stove schon fertig. Unter den Rocket Stove habe ich jetzt Winkel gesetzt. Die Winkel haben folgende Funktion. A, nehmen die den Aschekasten von unten auf. Man könnte auch eine Grundplatte nehmen und B, kommen an denen die Füße, dass man da wirklich eine Verstärkung hat. Eine Grundplatte wäre auch eine andere Möglichkeit. Eine Grundplatte hätte aber wieder das Problem, dass ich da natürlich ein deutlich höheres Gewicht habe. Ich habe jetzt hier mit dem Rocket Stove
ungefähr 2 Kilo, also der ist wirklich sehr, sehr leicht, sehr, sehr handlich. Wenn ich jetzt hier unter eine Grundplatte machen würde, hatte ich auch erst überlegt, dann bin ich gleich bei 3 oder 3,5 Kilo, wenn man da auch ein bisschen Masse haben will. Darum in der Form einfach diese Winkel. Die Winkel haben die Funktion, wie gesagt, den Aschekasten von unten aufzunehmen und haben natürlich die Stabilität, die Festigkeit an der Seite, dass ich da aus Flachmaterial kleine Füße anbringen kann. Die Füße sind dann der nächste Arbeitsschritt und die Füße sind natürlich auch das Thema, was immer zur meisten Diskussion führt. Ich habe mir jetzt einfach hier Flachmaterialien zugeschnitten, die Flachmaterialien ein bisschen angepasst und das habe ich dann an meinen Rocket Stove rangesetzt. Das ist natürlich immer die Frage der Standfestigkeit. Im Prinzip könnte man jetzt hier riesengroße Füße anbauen und dann wäre das Ganze natürlich nicht mehr so klein, handlich und mobil. Ich wollte es in der Form haben, darum habe ich mir das hier einfach hingesetzt. Ich habe hier hinten so einen Magneten, habe das Ganze schön in den Winkel gebracht. Das ist natürlich eine perfekte Vorgehensweise. Ich habe seitlich meine Flacheisen, das hält. Wenn man hinterher das Ganze wirklich nur draußen benutzen will und das Ganze ein bisschen stabiler haben will, ein bisschen bessere Standfestigkeit haben will, dann kann man sich hier noch 2 Muttern anheften und kann dann hinterher Heringe in den Boden machen. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Oder man kann es natürlich halt auch mit einer festen Grundplatte machen, aber dann wird das Ganze wieder deutlich schwerer. Ich habe mit diesem Rocket Stove verschiedene kleinere Sachen ausprobiert und ich habe hier keine Probleme mit der Standfestigkeit gehabt, weil das ist immer so ein Diskussionspunkt, wo alle immer sagen, oh nee und muss und klar, man kann hier ein Fundament gießen für den Rocket Stove, das muss jeder im Prinzip selber entscheiden. Ich zeige hier, was ich mache und was man nachmacht, das muss jeder für sich entscheiden. Auch bei meinen vorherigen Rocket Stoves war das immer eine Diskussion, da ist mir auch noch nie einer umgefallen, mir hat da auch noch nie einer was erzählt. Das ist so, wenn ich gegen den Grill gegenlaufe, kann ich den im Prinzip auch umstoßen. Ich habe hier 2 Füße, die nach vorne zeigen und 2, die hinten in 45 Grad Richtung zeigen. Die Füße sind so Sache, die sind funktional, sehen aber nicht so hundertprozentig genial aus. Da bin ich nicht so hundertprozentig zufrieden mit dem Rocket Stove an sich, von dem Konzept bin ich sehr, sehr zufrieden. Füße, da werde ich mir vielleicht im Nachhinein für eine 2.0 und eine 3.0 Version noch mal ein bisschen was Schöneres ausdenken. Um die Effizienz an diesem Rocket Stove zu steigern, kriegt er auch noch einen kleinen Deckel. Das heißt, hier an der Seite kann er natürlich immer sonst die Luft anders zirkulieren lassen. Wenn wir das Ganze verschließen können, ist das natürlich immer noch mal besser. Das heißt, ein kleines Scharnier, eine kleine dünne Platte, da ist auch keine Belastung in irgendeiner Form drauf. Das heißt, das ist ein ganz einfaches 1,5 mm Blech. Da kommt noch ein kleiner Holzpenüppel drauf, dass wir das Ganze auch öffnen können, wenn es warm wird. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, im Betrieb, es wird diese Brennkammer warm, es geht nach oben warm. Man kann das Ganze wirklich immer noch anfassen. Ich habe das jetzt, diese Bohrung hier, habe ich einfach komplett verschweißt und habe das Ganze hinterher beschliffen und dann lackiert. Während die Lackierung von dem Rocket Stove trocknet, bauen wir uns noch eine schöne Aufnahme für einen Topf, für eine Pfanne oder für eine Feuerplatte für den Rocket Stove. Dafür nehme ich hier einfach 2 Edelstahl-Flachmaterialien. Ich kerbe die in der Mitte ein, sodass ich das zusammenstecken kann. Jetzt kommen noch kleine Nuten als Aufnahme und so haben wir innerhalb kürzester Zeit uns da auch ein schönes Hilfsmittel geschaffen. Ist auch wieder dem geschuldet, dass wir das Ganze schön klein und mobil haben wollen. Das heißt, die kann man einfach auseinandernehmen und kann die einfach in den Rocket Stove zum Transport einstecken. Die Klappe kriegt noch einen kleinen Holzknauf, dass wir die wirklich immer sicher öffnen und schließen können, ohne dass wir da uns in irgendeiner Form die Finger verbrennen. Und dann ist der Rocket Stove fertig. Und wenn ich den hier irgendwo so stehen habe, dann denkt man, um Gottes Willen, dieses kleine Teil soll diese große Pfanne erhitzen. Schafft er das überhaupt? Und ja, der schafft das. Ich werde euch das zeigen, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe hier unten diesen Aschekasten, der ist wirklich ein elementarer Part an diesem Rocket Stove. Da kann ich jetzt einfach einen Anzünder reintun, kann hier oben Holz in den Schlot reintun und dann
wundert man sich, wie schnell hier oben die Flammen rausschlagen und wie hoch diese Flammen rausschlagen. Ich hatte erst noch überlegt, ob ich da noch so ein paar Elemente dranbringe, noch ein paar seitliche Bohrungen. Das werde ich sicher auch nochmal machen, um dann nochmal die Effizienz zu steigern. Aber das ist so schon, also wirklich, das ist super, schon super. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, unten in dem Lochblech, habe ich nochmal ein paar Bohrungen ein bisschen erweitert. Ich hatte ja hier Lochblech mit nur 6,5 mm Bohrungen oder so. Die habe ich nochmal auf 8 von ganz unten aufgebohrt, dass die Asche ein bisschen besser runterfällt und dass die Luft von unten noch ein bisschen untergreifen kann. Jetzt kommt diese Pfanne hier drauf und man wundert sich wirklich, wie schnell so eine Pfanne heiß wird. Die Pfanne ist relativ dünn, das muss man natürlich dazu sagen. Die ist im Prinzip da nicht hundertprozentig für geeignet, aber hier für diesen kleinen Versuch vollkommen ausreichend. Die Pfanne wird in der Mitte wirklich richtig heiß und richtig schwarz, weil die Flammen da so dermaßen unterschlagen. Sieht man hier an dieser Aufnahme, das ist wirklich Wahnsinn. Hätte ich in der Form eigentlich nicht erwartet. Das Einzige, was so ein Manko als so ein Mini-Rocket-Stove ist, ich habe bei einem größeren Rocket-Stove wirklich viel mehr die Möglichkeit, da Holz reinzustecken und es brennt erstmal eine ganze Zeit. Hier muss ich wirklich ein bisschen mehr darauf achten, dass ich da permanent Holz nachführe, dass ich da wirklich immer am Gucken bin, dass ich kleine Stöckchen da reinpacke und. Die Flammen schlagen dann aber Wahnsinn da unter. Also es ist der absolute Hammer. Die Eier auf so einem Rocket-Stove schmecken immer unglaublich gut, weil man halt den riesen Vorteil hat, das Ganze wird von unten richtig kross, der Schinken, die Eier werden von unten richtig kross, bleiben aber von oben so schön warm. Ich bin jetzt nicht der irgendwo begabteste Hobbykoch, der hier irgendwas vormacht. Ich habe nur, wenn ich das Ganze baue, kann ich euch natürlich erzählen von wegen, man kann damit grillen, man kann damit kochen, man kann damit irgendwas braten, aber vormachen ist natürlich immer was ganz, ganz anderes. Ist innerhalb so kurzer Zeit fertig, das schafft kaum irgendein Ofen. Wirklich Wahnsinn. Gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, der Rocket Stove gefällt euch. Ich werde eine kleine Handskizze erstellen, die werde ich einscannen und hier unter einpflegen. Wenn irgendwer Lust hat, das auf Cut nochmal vernünftig in irgendeiner Form nachzuarbeiten, der kann sich gerne bei mir melden, dann kann er das gerne machen und dann können wir das hier unter natürlich auch einpflegen. So, ich hoffe, dieser Mini-Rocket Stove gefällt euch. Mir gefällt er wirklich unglaublich gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer tierisch über einen Daumen hoch. Bis dann, euer Manni.